Ja, haben Sie. Vielen Dank für Ihren freundlichen Beifall. Ich bin gespannt auf das Ende. Ja, meine Damen und Herren, ohne nähere Titel, aber eben auch die Familie möchte ich besonders begrüßen. Ich freue mich sehr. Am 12. Juni 1965, also vor fast auf den Tag genau 30 Jahren, habe ich, und Herr Sinn hat die Geschichte zum Teil erzählt, in einer Veranstaltung, die ich als Dekan der Volkswirtschaftlichen Fakultät zu leiten hatte, einerseits Herrn Sinn als neuen Kollegen der Öffentlichkeit vorgestellt und andererseits Herrn Möller zum 70. Geburtstag gratulieren können. Das war absichtlich so gelegt. Und umso schöner und zauberhafter ist es, dass wir heute die Geschichte wiederholen. Sinns beinahe Abschied und Möllers nun 100. Geburtstag. Ich danke den Veranstaltern sehr, dass sie sich dies einfallen ließen und dass wir jetzt beieinander sind. Was meinen Beitrag hierzu betrifft, hatten die Veranstalter zunächst ja daran gedacht, dass ich einen historischen Abriss der wirtschaftspolitischen Beratung in der Nachkriegszeit geben könnte. Doch dem fühlte ich und fühle ich mich auch jetzt nicht gewachsen, zumal nicht in einer halben Stunde, wie sie mir vorgegeben ist. Aber ist dies nicht eine gute Gelegenheit, über Hans Möller als Berater zu sprechen? Alle, die ihn gekannt haben, wissen, dass Beratung ein wesentlicher Teil der wissenschaftlichen Arbeit Möllers gewesen ist. Das ist auch nach seinem Tod in den Nachrufen anerkannt worden. Besonders schön ist es in der Urkunde zum Ausdruck gekommen, die Hans Möller 1994 bei seiner feierlichen Ehrenpromotion an der Universität Frankfurt überreicht wurde. Ich zitiere: Der Fachbereich ehrt damit einen Wissenschaftler, der vor allem durch seine Beiträge zur Preistheorie, zur Theorie der internationalen Wirtschaftsordnung und der europäischen Integration die Volkswirtschaftslehre gefördert und durch seine Beratertätigkeit die Wirtschaftspolitik mitgestaltet hat. Ein Ehrendoktor für Beratung, absolut neu und einmalig bislang. Erwarten Sie nun aber bitte nicht von mir, dass ich den Versuch unternehme, diese Tätigkeit vollumfänglich zu würdigen. 46 Jahre lang hat Möller dem wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums, seinem Beirat, angehört. Noch im November 1996, einen Monat vor seinem Tod, nahm er an den Beratungen teil. Stolz war er auf seine mehrjährige Mitarbeit in den 50er Jahren in der deutschen Gruppe von CEPES, der Europäischen Vereinigung für wirtschaftliche und soziale Entwicklung, aus der durch Gutachten und Stellungnahmen viele Anstöße für den Prozess der Integration gekommen sind. Und als 1957 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ins Leben trat, hat Hans Möller zwar der an ihn herangetragenen Versuchung widerstanden, in die Politik zurückzukehren und einen hochrangigen Posten bei der Brüsseler Kommission zu übernehmen, aber dann hat er fast 20 Jahre in fester, nebenamtlich genehmigter Stellung die Kommission insbesondere in Fragen der Wettbewerbsordnung beraten. Doch was wissen wir, abgesehen von der langen Liste von Anlässen und Institutionen, die Hans Möller beraten hat, wirklich über diese wissenschaftliche Leistung? Während Publikationen Forschungsleistungen dauerhaft dokumentieren, verhält es sich mit Beratungsleistungen ganz anders. Insbesondere dann, wenn sie, wie das bei Möller in der Regel der Fall war, innerhalb von Institutionen und gar im Kollektiv erbracht worden sind. Gewiss, häufig sind Gutachten und Empfehlungen, an denen Möller mitgewirkt hat, veröffentlicht worden. Die des Wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums alle. Nicht wenige haben eine große Wirkung entfaltet. Aber was ist Möller daran? In seinen eigenen, für die Familie bestimmten Erinnerungen, die mir freundlicherweise Herr Christoph Möller zur Verfügung stellte und auch hier öffentlich jetzt meinen herzlichen Dank dafür, hat Möller von der Entstehung des Wissenschaftlichen Beirats bei der Verwaltung für Wirtschaft,
der sogenannten Bizone erzählt, dann aber geschrieben, und ich zitiere: Über meine Beiratstätigkeit im Einzelnen werde ich im Folgenden nicht mehr berichten, da sie in den veröffentlichten Gutachtenbänden nachgewiesen ist. Eine zauberhafte Bemerkung, über die mehrfach nachzudenken sich lohnt. Nur im strikten Wortsinn stimmt sie natürlich nicht. Die veröffentlichten Gutachten enthalten bekanntlich keinerlei Hinweise zum Prozess der Entstehung, geschweige denn zu den Beiträgen einzelner Mitglieder. Erst seit 10 Jahren werden jene Mitglieder namentlich aufgeführt, die sich in besonderer Weise an der Vorbereitung und Formulierung eines Gutachtens beteiligt haben. Und das lässt ja noch immer alle möglichen Fragen über Art und Weise aus. Glücklicherweise sind wir mit unserer Neugier aber nicht nur Erinnerungen von Zeitzeugen angewiesen, die in der Regel ein sehr verblassendes Kontur haben. Inzwischen sind nämlich die in den ersten Jahrzehnten vielfach sehr umfangreichen Protokolle der Sitzungen des Beirats der Forschung zugänglich. Ein Bestand befindet sich im Bundesarchiv in Koblenz. Dass wir daneben noch einen anderen, wesentlich leichter zu benutzenden Bestand haben, ist auch wieder Hans Möller zu verdanken. Er hat nämlich fast alle Protokolle und teilweise auch die zugehörigen Materialien sorgfältig aufbewahrt. Nach seinem Tod hat sie Frau Möller zusammen mit anderen Teilen von Möllers wissenschaftlichem Nachlass, da auch ein Vorlesungsteil übrigens für ihr Interesse, mit dem Nachlass dem Institut für Zeitgeschichte überlassen. Hier stehen sie der Forschung zur Verfügung. Sie sind auch schon von Wirtschafts- und Wissenschaftshistorikern genützt worden. Jedoch, von einer Ausnahme abgesehen, und das betrifft Preiser, nicht in der Absicht, die Arbeit bestimmter Mitglieder zu beleuchten. Allerdings haben die Protokolle als Quelle für die Geschichte unserer Wissenschaft ab 1992 erheblich an Bedeutung verloren, nachdem der Beirat unter dem Vorsitz von Möller und mit meiner Zustimmung beschlossen hat, in der Niederschrift des Diskussionsverlaufs künftig die Namen wegzulassen. Vielleicht können wir darüber später reden, warum. Dies vorausgeschickt wende ich mich nun dem zu, was ich in der Ankündigung Möllers eigentümliches Werk genannt habe. Wissenschaftlicher Rat und durch die Klammer angedeutet auch den Beirat. Ja, auch der Beirat war jedenfalls in einem erheblichen Teil sein Werk. Um das verständlicher zu machen, muss ich, und nun bin ich froh, dass Herr Sinn die Vorgeschichte erzählt hat, ohne ganz tief in mein Feld reinzukommen, sodass sich das nicht wiederholt, aber nur ein ganz kleiner Teil. Um das verständlich zu machen, muss ich das ausholen. Hans Möller hat ja keine akademische Karriere gemacht, wie sie heute üblich ist. Zwar hat er während seiner Assistentenzeit bei Heinrich von Stackelberg, einem der wenigen international anerkannten Theoretiker auf deutschen Lehrstühlen, eine eindrucksvolle Doktorarbeit verfasst und wurde 1942 von der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Berlin habilitiert. Aber da befand er sich bereits im Kriegsdienst. Als der Krieg zu Ende war, stand der Obergefreite gleichsam auf der Straße. Versuche, an einer Hochschule unterzukommen, schlugen fehl. Glücklicherweise fand sich eine Beschäftigung in München, nicht für die Alliierten, sondern für die Stadtverwaltung war das damals, wo der gelernte Statistiker von der Stadt mit der Durchführung der Gebäude- und Wohnungsstatistik betraut wurde. Und da trat im Dezember 1945 erstmals Ludwig Erhard, damals bayerischer Wirtschaftsminister, in Möllers Leben. Nach einer kurzen Unterredung schickte dieser den ihm vorher völlig Unbekannten als seinen Verbindungsmann zum Länderrat nach Stuttgart, einer gerade geschaffenen Institution zur erhofften Koordinierung der deutschen Seite von Wirtschaftspolitik der 3 Länder der amerikanischen Besatzungszone. Dort machte Möller rasch eine ganz andere Karriere. Der 31-jährige Nachwuchswissenschaftler ohne jegliche Verwaltungserfahrung wurde zum Leiter der Abteilung Wirtschaft des Länderrats bestellt und war für einige Zeit gar auch Kabinettschef des Leiters der Verwaltung für Wirtschaft der amerikanischen und britischen Besatzungszone, einer Behörde mit 1500 Mitarbeitern.
In der 5 Bände umfassenden amtlichen Publikation von Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945-49 kann man anhand zahlreicher Dokumente Möllers Spuren in immer größere Höhenlagen der Wirtschaftspolitik verfolgen. Wenn ich das kurz noch einschalte, ohne die Zeit gänzlich zu überschreiten, so war er dabei, als zum allerersten Mal Vertreter der Westzonenwirtschaftsverwaltung mit Vertretern der Ostzonenwirtschaftsverwaltung zusammengekommen sind und allerdings vergeblich im Hinblick auf die Erhaltung einer deutschen Wirtschaftseinheit. Die entsprechenden Protokolle sind von ihm. Im Herbst 1947 kam es zu einer neuerlichen Wende in Möllers Laufbahn. Als die bizonale Wirtschaftsverwaltung grundlegend umgebaut wurde, bekam er die Chance, als Stellvertreter des Leiters der neu geschaffenen Sonderabteilung Wirtschaftsplanung, dort eine Unterabteilung, volkswirtschaftliche Grundsatzfragen aufzubauen. Damit war Hans Möller der erste Grundsatzreferent einer deutschen wirtschaftlichen Zentralbehörde. Wie wir aus der internen Stellenbeschreibung wissen, sollten zu Möllers Aufgaben Konzepte für die zukünftige Gestaltung des Bewirtschaftungssystems, die zukünftige Devisenbewirtschaftung, die Reform der Sozialversicherung, Grundfragen der Preis- und Lohnpolitik sowie solche der Entflechtung und des Kartellwesens gehören. Eine Fülle dringender Fragen, für die es an Lösungskonzepten schon gar einvernehmlich natürlich fehlte. Umso bemerkenswerter, dass Möller für die Übernahme dieses Amtes Bedingungen gestellt hat, von denen eine war, dass er die Aufgabe bekäme, zum Zwecke einer engeren Verbindung zwischen Wissenschaft und Politik ein Beratungsgremium von Professoren zu schaffen. Dass der wünschenswert ja nötig sei, hatte er schon einige Zeit zuvor mit dem stellvertretenden Direktor der Verwaltung für Wirtschaft, Walter Strauß, erörtert. Es ist deshalb bis heute eine offene Frage, von wem diese Idee letztlich stammt, die offenbar in einem Gespräch entwickelt worden war. Aber nun erhielt Möller die Aufgabe. In seinen Erinnerungen hat er geschrieben, und ich zitiere: Der Wechsel zur Verwaltung für Wirtschaft hat mein ganzes Leben nachhaltig beeinflusst. Auch meine wissenschaftliche Tätigkeit als, würde man einfügen, jetzt späterer Hochschullehrer. In der Tat, denn hier erst traten jene Fragen an ihn heran, mit denen er sich später vornehmlich wissenschaftlich beschäftigte, zum Beispiel Geld, Kredit und Währung. Jetzt wurde er auch Mitglied der von Ludwig Erhard geleiteten Sonderstelle Geld und Kredit, in der ein quasi offizieller deutscher Währungsreformplan erarbeitet worden ist. Er ist aber, Herr von der Schulenburg, muss ich das einfügen, er ist aber Makulatur geblieben, weil die Währungsreform von Anfang bis Ende ein Werk der Besatzungsmächte gewesen ist. Von den sie betreffenden Entscheidungen sind die Deutschen systematisch ferngehalten worden, sieht man von der im Frühjahr 1948 schließlich notwendigen Mithilfe bei der Formulierung der Gesetze und der Durchführungsverhandlungen an. Da braucht man nur wirklich Deutsche, die sich auch einigermaßen auskannten im deutschen Rechtssystem. Und das war dann das Konklave in Rot-Westen bei Kassel, wo Möller mit wesentlich beteiligt war. Und später, nach seinem Übertritt in die Bank Deutscher Länder, war es dann bei der sogenannten zweiten Phase der Währungsreform wesentlich beteiligt. Wir wissen gar nicht, denken immer, die Währungsreform sei im Juni 1948 abgeschlossen. Davon kann keine Rede sein. In Wahrheit war es ein Prozess, der sich noch über längere Zeit hinzog mit Ausführungs- und Durchführungs- und Ergänzungs- und Korrekturbestrebungen und so weiter. An diesen war Möller ganz wesentlich beteiligt. Was eine uns hier interessierende Aufgabe betrifft, einen wissenschaftlichen Beirat ins Leben zu rufen, so ist es am Jahreswechsel 1947-48 in einer erstaunlich kurzen Zeit gelungen, 15 damals politisch unbelastete Hochschullehrer der Wirtschafts- und Rechtswissenschaften für eine erste Zusammenkunft am 23. Januar 1948 zu gewinnen. Aus den überlieferten Entwürfen von Teilnehmerlisten geht hervor, dass Möller auf eine Pluralität von Grundüberzeugungen hinsichtlich der künftigen Gestaltung des Wirtschaftslebens geachtet hat.
In dem vermutlich von Möller formulierten Einladungsschreiben an die Professoren heißt es, die früher übliche Form der Aussprache zwischen Verwaltung und der akademischen Welt in Gestalt von Zeitschriftenpublikationen und dergleichen habe viel zu viel Zeit beansprucht, die man jetzt offensichtlich nicht hatte. Und nun ein wichtiges Zitat. Umso wichtiger ist die persönliche Aussprache, die durch einen neu zu gründenden wissenschaftlichen Beirat angebahnt werden soll. Natürlich war nicht neu, dass die Wirtschaftsverwaltung Ratschläge von Wissenschaftlern bekam. Davon gab es und gibt es seit eh und je, auch in den Jahren nach dem Krieg, gefragt und ungefragt ganz viel. Das Neue war die Institutionalisierung auf Dauer angelegte Aussprache. Das auch unter den Beteiligten und mit der Verwaltung. Das ändert den Charakter von Beratungen gegenüber Einzelfallberatung ganz grundsätzlich. Aber achten Sie bitte auf persönliche Aussprache. Seit langem sind wir gewohnt, auf die veröffentlichten Gutachten als gleichsam den Output des Beirats zu sehen. Sie haben auch damals alsbald eine Rolle gespielt, umso mehr, wenn die Verwaltung sich durch sie bestätigt fühlte und man damit also eine Legitimierung von Maßnahmen herbeiwünschen konnte. Und damit haben sie dann zur Verbreitung in der Öffentlichkeit beigetragen. Aber ungleich mehr als aus den mit vielen gelegentlich auch recht faulen Kompromissen beladenen Gutachten konnte die Verwaltung aus den vorhergehenden Diskussionen teilnehmen. Den Professoren bei ihren nicht selten zunächst etwas konfusen Analysen und Erwägungen zuzuhören, sich aber auch unmittelbar mit Fragen zu beteiligen, ja eigene Ideen im Beirat auf den Prüfstand stellen zu können, das haben Spitzenbeamte des Ministeriums später immer wieder als wichtig für ihre Sicht auf die Probleme und für die Entscheidungsprozesse im Haus sowie auf der Regierungsebene bezeichnet. Weil die den Verlauf der Debatte abbildenden Protokolle im Haus zumindest allen Abteilungsleitern zugingen, die sie auch an Mitarbeiter weitergeben durften, haben sie vermutlich für die Willensbildung des Hauses eine viel größere Rolle gespielt als die veröffentlichten Gutachten. Folgt man dem ausführlichen Wortprotokoll der ersten Sitzung am 23. Januar 1948, so hat Hans Möller, der Jüngste im Kreis, erheblich dazu beigetragen, den Beirat in Fahrt zu bringen. Er war es, der namens der Verwaltung die Aussprache über, so war das Thema, Maßnahmen der Verbraucherregelung, der Bewirtschaftung und der Preispolitik nach der Währungsreform mit einem Bericht über die Fragestellung und den Antwortbedarf der Verwaltung eröffnete. Und er hat, wie andere Vertreter der Verwaltung, 7 Leute von der Verwaltung waren da bei der ersten Sitzung, die ganze Spitze des Hauses bis in die Referenz hinein. Er hat auch kräftig mitdiskutiert. Vor allem hat er, aus späterer Kenntnis bin ich verleitet zu sagen, typisch Möller, immer wieder versucht, die sich gelegentlich in der Grundsatzproblematik denkbarer Wirtschaftsordnungen verlierende Diskussion auf das konkret zu Entscheidende zurückzuholen. Zu Recht fühlte sich hiervon auch Walter Eucken angesprochen. Das Protokoll hält fest, so Eucken, ich werde versuchen, die guten Ermahnungen, die eben gegeben worden sind, im Auge zu behalten. Ob ich das durchhalten kann, weiß ich nicht genau. Er konnte es, wie zu erwarten, nicht. Das nach einer sich über 3 Sitzungen hinziehenden Aussprache zustande gekommene Gutachten vom 18. April 1948 zeigte zwar Einigkeit der Wissenschaftler darüber, dass es angesichts des faktischen Zusammenbruchs des Bewirtschaftungssystems nicht mehr um Reparatur gehen konnte, sondern um mehr oder weniger große Schritte in Richtung Marktwirtschaft. Aber hinsichtlich des Tempos und des Umfangs der Reformen gab es bekanntlich noch Meinungsverschiedenheiten und es gab ein explizites Minderheitsvotum. Nach allem, was wir wissen, gehörte Möller, wie auch die meisten seiner Kollegen in der Verwaltung, zu den Skeptikern. Nicht aber der neue Chef der Behörde, Ludwig Erhard. Als Hans Möller nur 2,5 Jahre später selbst in den wissenschaftlichen Beirat berufen wurde, erfüllte er eigentlich nicht die bei der Gründung festgelegten Bedingungen. Denn
Er war da noch gar nicht, wie es in der später formulierten Satzung, als Hochschullehrer tätig. Zwar hatte er sich 1949 nach Frankfurt umhabilitiert, aber eine beständige Lehrtätigkeit hat er erst ab 1954 ausgeübt. Seit der Währungsreform arbeitete er in und für die Bank Deutscher Länder, der Vorgängerin der Bundesbank. Als stellvertretender Leiter der allerdings noch unter alliierter direkter Aufsicht tätigen Währungsabteilung war er nun maßgeblich an den für den schließlichen Erfolg der Operation wichtigen Durchführungsbestimmungen beteiligt. Gleichzeitig war er aber, Frau Buch, stellvertretender Leiter der Abteilung Volkswirtschaft und damit befasst mit Analysen zu Währungs- und Wirtschaftslagen und der Prüfung von Handlungsoptionen der Notenbank. Offenbar haben die Mitglieder des Beirats, die ihn aus dieser Position heraus in den Beirat kooptiert haben, Müller als Kollegen anerkannt und sein Erfahrungswissen und seine Fähigkeit in diesem Zusammenhängen zu denken gebraucht. Allerdings hat Hans Müller zunächst nicht regelmäßig an der Arbeit des Beirats teilnehmen können. Er war nämlich unter Beibehaltung seines Status als leitender Angestellter der Bank Deutscher Länder in die Vertretung der Bundesrepublik bei der 1948 gegründeten OEEC, der Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit und damit Marshallplanverwaltung, ausgeliehen und musste ständig zwischen Paris und Frankfurt pendeln. Jetzt befand er sich im Zentrum der Entscheidungsprozesse der beginnenden europäischen Integration. Da ging es für ihn vornehmlich um politisch-ökonomische Probleme der schrittweisen Liberalisierung des Handelsverkehrs, der westeuropäischen und der europäischen Länder und die Konstruktion der Montanunion. Kaum zu begreifen, dass er zugleich auch noch stellvertretendes Mitglied im Direktorium der Europäischen Zahlungsunion hat sein können, wo es bekanntlich um die Multilateralisierung des Zahlungsverkehrs und letztendlich um die Wiederherstellung der Konvertibilität der Währungen ging. Das waren freilich Themen, die damals auch im wissenschaftlichen Beirat heftig diskutiert worden sind. Eine immense Chance für den jungen Kollegen, früh wenigstens hinsichtlich derartiger Themen eine Rolle im Beirat zu übernehmen. 7 Gutachten zur Fortführung der Integration der Wirtschaften Westeuropas sind alleine von 1950 bis 1953 entstanden, sehr spezielle und sehr grundsätzlich darunter. Übrigens keineswegs alle zur Freude von Ludwig Erhard, der ja dem Projekt Integration insgesamt skeptisch gegenübergestanden hat. Die europäische Integration ist wissenschaftlich ein Lebensthema und persönlich ein Anliegen von Hans Müller geblieben. Als er dann 1954 aus der Verwaltungs- und Regierungsarbeit ausschied und nun als Professor in Frankfurt die Wissenschaft zum Hauptberuf machte, nahm er die europäische Integration als Forschungsgebiet mit und begann auch eine eigene Publikationstätigkeit. Und jetzt konnte man ihn als herausragenden Experten in diesem Gebiet auch öffentlich wahrnehmen. Freilich war der Übertritt in die Wissenschaft ein riskantes Abenteuer. In seinen Erinnerungen schreibt Müller, ich zitiere, schon vor meinem Wechsel in den Hochschullehrerberuf war mir selbstkritisch klar geworden, dass meine wirtschaftswissenschaftlichen Kenntnisse schon vor dem Zweiten Weltkrieg, also äußerst lückenhaft waren und durch die Weiterentwicklung unserer Wissenschaft in dem Jahrzehnt von 1939 bis zum Anfang der 50er Jahre teilweise veraltet oder gar überholt waren. Es hatte sich ein gewaltiger Nachholbedarf angestaut, der nur langsam abgebaut werden konnte. Soweit das Zitat. Gewiss, als Doktorand und Assistent von Heinrich von Stackelberg hatte Müller, hier ist das schon angesprochen, immerhin die Fundamentals der neoklassischen Mikroökonomie kennengelernt. Aber Makroökonomie, Geld, Kredit, Währung, überhaupt die internationalen Wirtschaftsbeziehungen, die sind bei Stackelberg nicht vorgekommen. Müller selbst hat das, was er sich nun an Fachlektüre abnötigte, eine Aufholjacht genannt. Umso erstaunlicher, wie rasch er
an den Beiratsgutachten über die Notwendigkeit konjunkturpolitischer Eingriffe teilnehmen konnte, über die Notwendigkeit teilnehmen konnte, insbesondere dann, wenn, was eigentlich regelmäßig der Fall war, dass die Zahlungsbilanz eine Rolle spielte. Schon 1952 taucht im Beirat die These auf, dass die europäische Integration, Zitat, eine internationale Koordination der wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen der beteiligten Länder fordere. Dies ist, trotz oder wegen aller Enttäuschungen, ein Dauerthema des Beirats geblieben, bis heute. Nicht nur im Beirat, sondern auch im Konjunkturausschuss von CEPES, ich erwähne es am Anfang, hat Hans Müller am Projekt einer europäischen Konjunkturpolitik mitgewirkt. Herbert Giersch und er waren die federführenden Berichterstatter für das Ende 1957 publizierte umfangreiche Gutachten zu dieser Frage. Es ist noch heute lesenswert. Auch diejenigen, die wenig über Hans Müller wissen, haben vermutlich im Kopf, dass er, als in den 60er Jahren die Mängel des Systems von Bretton Woods immer deutlicher geworden sind, zum herausragenden Vertreter des Systems fester, wenn auch politisch änderbarer Wechselkurse wurde. Ganz entgegen seinem sonstigen Habitus trat er 1961 in einem Artikel im Volkswirt mit einer steilen These hervor. Flexible Wechselkurse, ein unrealistisches Rezept, so hieß die Überschrift. Ausführliche Begründungen dazu kann man den Protokollen des Wissenschaftlichen Beirats entnehmen, der ja, anders als der inzwischen gegründete Sachverständigenrat, noch in seinem Gutachten 1967 und 1969 am Konzept politisch gesetzter Wechselkurse festhielt. Es gehört zu meinen frühen Erlebnissen im Beirat, dass ausgerechnet Müller dann 1971 eine neue Stellungnahme zum gegenwärtigen Problem der Wechselkurspolitik unterschrieben hat, in der der Beirat die Freigabe der Wechselkurse begrüßte. War Müller bekehrt? Nein, er hat das im Moment Unausweichliche akzeptiert, nicht aber allerlei vorgebrachte theoretische Gründe. Noch in seiner Dankrede für den Frankfurter Ehrendoktor ist er für feste Wechselkurse zumindest in Europa eingetreten. Er sah das Hauptproblem darin, dass die an einem Fixkurssystem beteiligten Länder eben Spielregeln einhalten müssten und, so darf man fortsetzen, welches Vertrauen man in die Einhaltung solcher Regeln haben darf. Das war für ihn kein wirtschaftswissenschaftliches, sondern ein politisches Problem. Kein Zweifel, über Jahrzehnte hinweg war Hans Müller in vieler Hinsicht eine der tragenden Säulen der Beiratsarbeit. Zu seinen herausragenden Fähigkeiten gehörte es, Ordnung in anscheinend chaotische Debatten zu bringen, wie sich dann auch hier im Müller-Seminar dann zeigte, und eine Struktur für das gedachte Gutachten zu entwerfen. Vielfach, auf ganz verschiedenen Gebieten habe ich ihn erlebt, wie er selbst dort, wo er keinerlei Spezialist war oder vielleicht gerade deswegen, dem Gutachten die wichtige Struktur gegeben hat, so wie sie dann veröffentlicht worden ist. Zahlreiche Zeugnisse kann man aus den verschiedensten Protokollen belegen. Aber wie kaum ein anderer hat er sich auch zur Mitarbeit in den Kommissionen bereit erklärt, in denen die Textentwürfe für Gutachten erarbeitet worden sind. Und insoweit kann man vielleicht mit erheblichen Mengen Salz an seinen ursprünglichen Satz, seine Arbeit sei in den Gutachten sozusagen dokumentiert, ein bisschen verfolgen, denn er hat mehr als andere Texte geschrieben, die dann nachher sich in Gutachten wiederfinden, aber nicht die ganzen, aber immerhin. Das ist ganz sicher richtig. Als 1964-65 erstmals seit der Gründung ein Wechsel im Vorsitz des Beirats eintrat, ist Hans Müller gleichsam selbstverständlich zum stellvertretenden Vorsitzenden und dann 1970 zum Vorsitzenden gewählt worden. Das war eine wirtschaftspolitisch und, wenn ich es so sagen darf, auch beiratspolitisch dramatische Zeit. Rasch aufeinanderfolgende Regierungswechsel mit Wechseln von Koalitionen und Wirtschaftsministern, also im Adressatenkreis,
Bisher unbekannte Konjunktureinbrüche und Inflationsschübe und das Ende des Systems von Bretton Woods. Es gab nun auch noch den vom Wissenschaftlichen Beirat übrigens zuvor angeregten Sachverständigenrat. Da wird immer von einer Konkurrenz gesprochen, davon gerede sein. Der Wissenschaftliche Beirat selbst hat entschieden mitgearbeitet daran, dass es diesen Sachverständigenrat geben sollte, weil er sich überfordert fühlte in seiner so Art, wie er konstruiert war, das zur Beratung Notwendige zu leisten. Es gab also nun diesen Sachverständigenrat, und das verschob natürlich die Aufgabenfelder für die Beratung. Und es gab, nachdem die Zusammensetzung des Beirats sich seit Gründung nur wenig verändert hatte, am Ende der 60er und in den frühen 70ern einen bedeutsamen Generation- und Theorienwechsel im Beirat. Umso wichtiger war es, dass jetzt jemand, der sich quasi mit dem Beirat identifizierte und kein Dogmatiker war, seine Geschicke lenkte. Dabei steuerte Hans Möller nicht unbedingt darauf zu, dass am Ende der Gutachten eindeutige Empfehlungen standen. Es schien ihm mehr darauf anzukommen, dass Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt und im Rahmen eines explizierten Zielsystems diskutiert wurden. Dass dahinter eine Überzeugung stand, habe ich erst aus seiner Dankrede für den Frankfurter Ehrendoktor erfahren. Hier hat Möller davon gesprochen, nun wieder zitiere ich, dass fast alle wirtschaftspolitischen Fragen mit politischen Imponderabilien verknüpft sind, über die der Ökonom nicht als Wissenschaftler befinden kann, woraus dann folgt, dass die wirtschaftswissenschaftliche Beratung sich von der Empfehlung konkreter Maßnahmen eher fernhalten und stattdessen sich mehr auf die Struktur des Problems und die bestehenden Alternativen konzentrieren sollte. Welch eine Aussage von einem Gelehrten, der Zeit seines Lebens Politik beraten hat. Aber typisch für Möller. Er nimmt das sogleich ein wenig zurück, indem er anschließt, eine Auffassung übrigens, die heute viele meiner Kollegen als zu eng ansehen. Ich gucke an die Seite. Bis dahin hatte ich geglaubt, Möllers erkennbare Zurückhaltung hinsichtlich sozusagen wissenschaftlich autorisierter Empfehlungen ließe sich aus der Tatsache erklären, dass er wie kein anderer im Beirat hinsichtlich der Komplexität wirtschaftspolitischer Problemlagen in seiner langjährigen Arbeit auf der anderen Seite hat Erfahrungen sammeln können und dass er deshalb auch immer die Bedingungen des politischen Handelns mitgedacht hat. Das hatte er im Blut. Aber in dieser Rede spricht er auch davon, dass er aus der Geschichte gelernt hätte. Wie das? Wenn ich recht sehe, ist Möllers Leben und Werk in allen Schilderungen von Möllers Leben und Werk nie übersehen worden, dass er ein Schüler, ein Doktorand, ein Mitarbeiter Heinrich von Stackelbergs war. Aber in der zitierten Rede von 1994 sagte Möller im Rückblick auf sein Leben, ich zitiere, meine beiden Lehrer im engeren Sinne waren Ignaz Jastrow und Heinrich von Stackelberg. Ein zweiter Lehrer, Jastrow, das war ein Historiker und Nationalökonom, insbesondere Arbeitsmarkt- und Sozialpolitiker. Am Anfang seiner Studienzeit nämlich hat Möller an den Privatseminaren des zu dieser Zeit schon emeritierten jüdischen Professors der Universität Berlin teilgenommen. Leider kann ich ihn hier nicht näher vorstellen, außer dass ich sage, dass Jastrow 1893 den Begriff sozialliberal in die Sprache der Politik eingeführt hat und dass Hans Möller gesagt hat, von ihm und aus seinen heute leider aus der Mode gekommenen Textbüchern habe ich die besondere Vorliebe für die Geschichtswissenschaft übernommen. Hier öffnet sich, so meine ich, eine neue Perspektive für ein tieferes Verständnis von Person und Werk Hans Möllers. Ist es nicht eine schöne, eine lustige Pointe für mich als Wirtschaftswissenschaftler, als Wirtschaftshistoriker, damit aufzuhören? Danke. Herr Borchardt, vielen, vielen Dank. Großartig.
jetzt